Hallo Leute, hier ist wieder euer Bolzholz mit einem Top 100 Titel von mir. Shredder's Revenge von Dotemu rausgekommen. Ein richtig geiles Teil und einfach spaßig. Ich mache das jetzt mal auf OK. Ja, wir wissen das. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Dieses Spiel ist einfach nur genial. Fangen wir. Ah, cool. Die sind noch gesperrt. Man kann bis zu 6 Leute spielen hier. Also die Story ist halt, ja. Da muss man jetzt nichts mehr dazu sagen. Es ist halt ein Sidescroller, typischer halt. Yeah, und es macht einfach so Bock. Ihr müsst euch mal hier einfach die Musik geben und alles. Yeah. Ihr checkt die Action, oder? Da muss man jetzt nicht viel machen. Aber es ist einfach so genial. Die Musik dazu und alles ist einfach genial. Es ist halt dieses typische Freelane-System. Das heißt, man hat verschiedene Lanes, wo man stehen kann und manchmal trifft einen da niemand und so weiter. Yeah. Man kann einen Supersprung, einen Superangriff machen, hat dann ein paar, zwei, drei kleinere Attacks. Die Gegner sind auch dabei, es gibt Umgebungs Moves etc. Und es ist einfach hammergeil. Also dieses Spiel ist für mich so ein richtiges... Oh Gott. Wenn es für mich ein perfektes Spiel gäbe, was perfekt zu der Unterhaltung dient, dann ist es... Aua, du Schwein, Alter. Dann ist es dieses Spiel. Es macht einfach so viel Laune. Und hat natürlich auch versteckte Secrets etc. Da zum Beispiel, hier ist die Tür. Yeah, haben wir jemanden befreit. Und man kann es natürlich bis zu 6 Leute spielen, das muss man sich mal geben. Und die Musik ist von T-Loops, der macht so geile Musik. Das ist einfach genial. Ja, ey man, die Ideen allein schon, diese Animationen, einfach alles an diesem Spiel ist geil. Aber wenn ich jetzt nicht der Größte bin hier. Ich brauche mal eine kleine Pizza hier. Ich hoffe mal, es gibt bald mal eine Pizza. Ah ja. Perfekte. Also ihr merkt schon, ich habe Bock auf dieses Spiel und es macht so laut. Oh. Ah ja. Und na klar hat man dann eine Möglichkeit. Da muss man verschiedene Taktiken machen. Zum Beispiel jetzt mit Schild geht man ran. Und dann wirft man jemanden. Etc. Gibt ganz verschiedene. Oh. Hey, was soll denn das? Ach komm. Nein. Super. Au. Oh Gott, ich brauche gleich wieder Pizza hier. Aber wie gesagt, es ist auch für jeden Style was gemacht, sagen wir mal so. Für jeden, der Spaß einfach an dem Ding hat. Und natürlich versucht man seine Kombos weiterzumachen. Oh, schade. Da hätte man ein typisches, wenn es jemanden getroffen hätte, hättet ihr einen
Ach, schade. Also ihr seht auf jeden Fall die Action hier, was abgeht. Wenn ihr auf sowas Bock habt, holt euch dieses Ding auf jeden Fall. Es ist einfach genial. Da ist eine Pizza. Au! Je mehr ihr Kombos macht zum Beispiel, dann tut sich euer Super auch aufladen. Also es hat schon zwei, drei kleinere Systeme drin, aber jetzt nicht irgendwie was Schweres. Jetzt kommt mal ein kleiner Boss noch. Yeah! Bebop kennt man ja. Übrigens, wenn er jetzt so schlägt, jetzt läuft er. Dumm. Das ist eine gute Idee übrigens, wenn er gerade in seinem Super-Animation ist. Oh, shit. Ah, schade. Na, zum Glück. Ach, komm! Ah, er ist schon weg. Sehr gut. Bleh. Und man kann seinen Charakter noch aufleveln, das habe ich auch noch vergessen. Also es ist jetzt eine Stage, ich glaube, es gibt, glaube ich, gibt es 19? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 19 oder so. Es geht um diesen komischen Kopf, der wird dann zusammengebaut alles und ja. Die Story ist ein bisschen bescheuert. Es gibt so kleinere Mini-Nebenaufgaben. Und man kann auch im Multiplayer spielen, das Ganze, was auch cool ist. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Level, weil die echt super schnell gehen. Manches Level sind so von 10 Minuten oder so durch. Und deswegen ist es das perfekte Spiel, auch mit Wiederspielwert, dass man alle Charaktere hochlevelt etc. Und die Musik dazu ist einfach göttlich. Die erinnert so an diesen Cartoony-Zeit, so 90er-Jahre-Style und es trifft es einfach so super. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich habe mal super. Habe ich aber noch nicht. Aber ihr seht diese blaue Liste. Wenn ihr nicht getroffen werdet, seht ihr schon zur Dreiviertel die... Ah, jetzt kommt was Gutes. Yeah. Jetzt zum Beispiel ist sie fertig. Uah, nein, verdammt. Es ist einfach Spaß, das Spiel. Es ist purer Spaß und deswegen... Und so butterweiche Animationen. Das Spiel ist einfach gut. Achtung. Oh, oh. Da kann man auch ins Loch fallen. Kawabanga! Genau. Yeah. Hey! Boah! Was soll das hier? Au! So. Da zum Beispiel. Ja, ja. Hi! Bitteschön! Wenn man den Combo extended. Hier zum Beispiel Explosion. Dann noch ein paar extra Gegnertypen. Also es gibt immer was Neues. Ah, das wollen wir nachher. Und es ist jetzt auch nicht so schwer, dieses Spiel. Es ist wirklich einfach auf reinen Spaß aus. Also und auf normal solltet ihr echt keine Probleme haben. Ganze durchzuspielen. Und nach Stunde, eineinhalb Stunden seid ihr sowieso durch. Hier gibt es immer wieder Secrets, der fährt los. Au. Au.
Ach, einfach just for fun hier. Ah, cool. Kann es sogar zurückschlagen. Das habe ich jetzt selber noch nicht gewusst. Machen wir noch schnell das Level fertig hier. Oh ja. Uah. Ach, Mist. Komm. Ja. Yeah. Nein. Komm. Oh, Ruhe hier. Komm, fahr. Hey, to the kid, bitch. Au. Hey. Go. Hey, oh, klaut er wieder, das ist alle klauen was hier. Sonnes. So. Das ist was. Oh, jetzt. 10 Sekunden lang. Das muss man ausnutzen. Au. Das ist natürlich, da muss man es natürlich weiß einsetzen. Aber das kriegen wir natürlich hin. Ah, schade. Oh, fuck. Ja. Ein bisschen ausweichen. Ah, ja. Das ist Mr. Penner. So, zweiter Boss. Rocksteady kennen wir ja. Rocksteady und Bebop. Ah, verdammt. Hä? Komm her. Bleib mal da. Hälfte. Au. Ah, nee, jetzt kommen die Bomben schon. Ich hasse sie. Au. Ah, komm her. Ah, jetzt wird's knapp. Ah, Dreier. Au, ausweichen. Schön. Und fertig. Genau. Sehr schön. Kawabunga. Genau. Das waren mal die zwei ersten Stages, die ich euch einfach mal zeigen wollte. Shredder's Revenge. Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Die Neuauflage, ehrlich, dieses Teil, holt's euch, spielt, entspannt, geiles Teil. Ich bin draußen, das war euer Bolzwurz.